So, herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Damen und Herren. Erst einmal wünsche ich euch allen frohe Weihnachten, wann auch immer ihr das Video seht. Ich habe mir gedacht, als kleines Dankeschön verschenken wir ein bisschen Geld. Ich habe das bei Mois unter anderem gesehen, bei manchen englischen YouTubern mit diesem, ey, möchtest du 5 Euro oder soll ich ihm anders doppelt so viel geben? Kennt ihr wahrscheinlich. Und das habe ich mir gedacht, wir ziehen das Ganze mal auf Twitch durch. Wir gehen bei, ich weiß nicht, ob das andere Leute auch schon gemacht haben. Können wir vorstellen, dass ich auch nicht der Erste bin. Wir gucken mal bei kleinen Streamern rein und fragen, ob wir ihnen 1 Euro donaten sollen oder ihm anders doppelt so viel. Und dann geht das halt immer so weiter. Können die sagen nein, dann kriegt jemand anders halt doppelt so viel. Mal schauen, wann die Leute ja sagen, als kleine Überraschung für ein paar kleine Streamer. Mal schauen, was für ein Endbetrag am Ende rauskommt. Bin selber gespannt, hab sowas noch nie gemacht. Ich weiß selber, wie schwierig es ist, wenn man ein kleiner Streamer ist. Ich bin selber ein kleiner Streamer, ich habe selber 100 Zuschauer, also bin jetzt echt kein großer Streamer, aber ja, mit YouTube verdiene ich mein Geld. Und Leute, die da auf Twitch irgendwie alles geben, dachte ich mir, kann man ein bisschen unterstützen. Ist bestimmt ganz lustig, gucken wir mal, was bei rumkommt. Ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Person an, mit 1 Euro auf ganz entspannte Welle. Wir gehen in die Kategorie Just Chatting. Kleine Streamer. Wir nehmen irgendwelche so. Hier, dieser. Eine Truckerin. Spiel präsentiert. Wer wäscht smarter? Da bin ich schon mal raus mit Werbung. Da bin ich schon mal direkt raus. So auf süß. Komm, fragen wir sie doch mal. Weihnachten heißt, ich hab's aber vergessen. Willst du 1 Euro Donation oder soll ich jemand anders doppelt so viel geben? Hä? Was? Meine Nachricht wurde gelöscht vom Mod? Was ist das denn? Hä? Was ist das für ein. Was für eine. Okay, it's Coco SH. Ihr könnt ihr das ja gerne mal schreiben, wenn ihr das auf YouTube seht. Aber vielleicht sollten deine Mods noch mal überlegen, ein bisschen. Schau mal hier rein. Xituni. Schau mal mit dem Dude rein. Der Frank ist schön, gib das jemand anderem, Digga. Okay, alles klar. Xituni. Gib jemand anderem doppelt so viel. Alles klar, Kurs geht raus. Mal gucken, aber wer würde annehmen? Ich glaube, bei 2 Euro wird noch keiner was sagen. Ich persönlich habe ehrlich gesagt die Theorie: 1 Euro sagt niemand was, 2 Euro sagt niemand was, 4 Euro auch nicht, 8 Euro wahrscheinlich auch noch nicht, 16 glaube ich auch noch nicht, 32, glaube da ist bei den meisten, da geht's dann los. Leon Lexa, habe ich reingeschrieben, willst du 2 Euro Donation oder soll ich jemand anders spielen? Sie macht anscheinend GTA-RP. Du willst was verstören. Also ich wollte auf jeden Fall, gib jemand anders doppelt Donation. Süß. Leon Lexa, Kuss geht raus. Wir sind bei 4 Euro, wir gehen hoch. Kultigstes Comeback, noch kleinerer Streamer. Soll man jemanden, okay, dann nehmen wir noch kleinere Streamer. Welche mit nur 3 Zuschauern oder sowas. Gibt es da Leute, die so richtig krank durchziehen? Den würde ich wirklich gerne echt viel donaten. Just Chatting finde ich halt eine interessante Kategorie, weil das mit wenig Zuschauern ist halt echt schwierig, ne? Schusswaffen in den USA. Da gehen wir rein. Kein Millimeter. Richtig. Willst du 4 Euro oder eben anders doppelt so viel? Willst du 4 Euro Donation oder soll ich immer. Weiß nicht, was das für ein Quatsch ist, aber allein die Tatsache, dass man hier nicht donaten kann, macht die Frage sehr überflüssig und offensichtlich nicht ernst gemeint. Also im besten yes, Spenden pro Reo. Better Place Together für einen guten Zweck. Ne? Wenn das FBI in oh no. 3 Tagen nicht antwortet. Oh no! Oh no! Oh no! Was du da, also dann ist oh no, wir sind bei den ganz falsch gelandet, Chat! Oh no, das wäre fast nach hinten losgegangen. Der Kleinstadt-Streamer. Support für die letzte Generation. Ah! Okay. Digi, bei aller Liebe, nimmst du es mir nicht übel, aber das sagt schon, also da. Ah. Okay, kein Humor, jetzt verstehe ich auch wieso. Gut, dann brauchen wir da auch gern raus, raus, raus. Hau ab, Digga. Wie kann man alle Klischees erfüllen? Wir machen beim anderen 8. Wir gehen hoch, wir verdoppeln. Mir ist das ja egal, was Leute machen, ne? So, die setzen sich ja, also um das mal ganz kurz klarzustellen, ne? Die Leute von der letzten Generation, die setzen sich ja grundsätzlich für was Gutes ein. Für Umweltschutz und so weiter und so fort. Also der Grundgedanke ist ja was Gutes. Die Umsetzung ist halt ein bisschen sehr radikal und auch einfach, es ist halt irgendwie auch nicht wirklich zielführend. Also das finde ich halt deswegen nicht gut, ne? Dass sie sich was einsetzen für Umweltschutz und so, finde ich ja gut. Aber wie sie es halt machen, ist halt wirklich, also muss ich sagen, ist halt sehr radikal. Wenn jetzt jemand sagt, ey, du, um Kinderpornografie zu verbieten, spreng ich jetzt einfach all meinen Nachbarn die Autos in die Luft. Ist ja nur Sachbeschädigung, stirbt ja keiner, weil das in irgendeinem mäßigen Maße dem irgendwie hilft, ist das dann auch gut. Nee, also es ist halt irgendwie, weißt du, das ist, also deswegen ist es ein bisschen schwachsinnig. Rein da. Oh, das schaut gut aus. Heribert, Breitsamer. Kann man bei ihr donaten? Follow. Willkommen bei uns. Kontakt, Welcome Schedule, Merch, Discord, Donations. Ich arbeite nicht Vollzeit. Hier zu streamen ist sozusagen mein Nebenverdienst. Über Bits, Donations, natürlich Subs, freue ich mich doch sehr. Okay. Komm, wisst ihr was, wir verdoppeln gleich mal. Wir gehen auf 16 hoch, würde ich sagen. Ich bin mal gespannt, was sie sagt. Ich glaube, 16 Euro, da sagen manche schon vielleicht ja. Spätestens bei 32, da werden die nächsten ja sagen. Willst du 16 Euro Donation oder soll ich jemand anderes doppelt so viel geben? Jemand anderem doppelt so viel, Franklin Stream. Alright.
verdoppeln und weitergeben. Kuss. Jetzt wird's interessant, Chat. Jetzt wird's interessant. 32. Das nächste wären 64 und dann kommt 120. Also ich habe mir selber gesagt, glaube ich, bei 100 Euro, da werden die Leute dann nein. Also sagen, sie nehmen das Geld. Da wird dann keiner mehr ja sagen, dass er es nicht nimmt. Oh, die hat einen schönen Hintergrund mit der Wolke. Das finde ich gut. Da gehen wir noch rein. Die gute Dame, die Victoria, hat 2700 Abos oder Follower. Sie zockt gern Insta-Chat about me, Donation, optional, okay. Ist optional, es ist keine Pflicht, muss man schon mal wissen. Mein Game, Dead by Daylight, Phasmophobia, alright. Dann fragen wir sie mal. Boah, ich bin voll aufgeregt, Alter, es ist voll aufregend, oh mein Gott. So Franklin-Stream. Willst du 32 Euro Donation, das soll ich jemand anderes doppelt geben? Gib jemand anderes doppelt. Oha! Das ist wie dieses, soll ich jemandem einen Korb geben oder dem nächsten doppelt? Ey, warum Korb? Ist das for real, Franklin? Was ist das for real? 32 Euro, ja. Dann gib dem nächsten mal 64. Oh, okay, 64 Euro, Digga. Uiuiui, das wird langsam teuer. Wenn jetzt jemand Nein sagt, dann, das geht halt dann richtig schnell. Oh, Gott, das nicht. Das sind dann 120 oder 240. Also wenn wir bei 500 sind, dann, also wirklich, bei 100 dachte ich, da ist vorbei. Oh, was war dein Limit? Ja, Bruder, vielleicht, ich hätte gedacht so, Huni. Aber wenn die jetzt halt weitermachen, aber wir ziehen es durch, ihr wisst Bescheid. Wir ziehen es durch. Hier, verpennt, den hat einer von euch vorgeschlagen. Fragen an meine Mates stellen. Semi-Professor, Podcaster, Streamer, Video-Editor, YouTuber auf Krampf und TikToker mit Y geschrieben. Spendenlink hat er schon mal. Dann schauen wir doch mal, er ist 19 Jahre alt, schaut auf jeden Fall sympathisch aus. Ist ein Alter, wo man, glaube ich, Geld gebrauchen kann. 64. Was denn dafür, Digga, hä? Willst du 64 Euro Donation? Ey, Bro, bitte sag ja. Bitte sag einfach ja. Willst du eine 64 Euro Donation oder soll ich jemand anders doppelt so viel geben? Franklin, ich hätte gern die 64 Euro, Bro. Das wäre sehr nett, danke. Ich küsse doch dein Herz. Das ist doch locker ein K verlangt? Viel mehr, Bro. Ich verlange jetzt schon manchmal vierstellig. Hä, US-Brands und so. Okay, ja, Digga, sei ihm gegönnt. Er verlangt, aber er verdient schon gut. Er sagt nein, ne? Hättet ihr gedacht. Donation? Ein Mann, ein Wort, ziehen wir durch. Mal schauen, vielleicht hat er auch gedacht, das ist ein Witz. Kann ja auch sein, dass er dann einfach so als Joke das Ganze sagt. Jetzt hat. Perfekt. Alright. Okay, what the fuck? Okay, what the fuck? Ich hätte sagen, doppelt. Scheiße, jetzt stehe ich da, als wäre ich der komplette Egoist der Welt. Er donatet ja wirklich 64 Euro. Er dachte, es ist ein Joke. Digga, alles gut, deswegen ist er da. Irgendjemand muss er sagen, er nimmt's. Bro, what the fuck? Danke, Bro. Easy. Streamst du gerade? Wenn ja, hallo. Moin. Immer wenn solche Experimente kommen, glaube ich das Ganze nicht. Kann ich verstehen, Alter. Aber Bro, danke für 64 Euro? Gerne. Insane. Danke dir, Bro. What the fuck? Viel Spaß damit. Also, ich hätte 100 Euro drauf wetten können, dass das jetzt nicht passieren würde. So oft, wie das schon hier im Stream war, dass Leute reingekommen sind. Willst du 100 Euro haben oder der anderen doppelt? Ja, ja. Immer ja gesagt. Nie was bekommen. Und jetzt schon. Alles klar, Digga. What the fuck? Ja, süß. Aber freut mich. Geiles Ding. Hä? Ihr könnt ja gerne bei ihm vorbeischauen, beim lieben Verpennt. Nices Ding. Boah, danke schön. Ja, gerne. Naja, war ein kleines Ding. Sollen wir noch einen Durchgang machen, Leute? Einen zweiten? Mal schauen, ob wir nochmal, wenn wir nochmal bei 64 Euro rausgehen, dann sind wir mit meinem geplanten Budget am Start, würde ich sagen. Wenn es mehr wird, dann bin ich halt ganz am Sack. So richtig am Sack. Goldiges Lebkuchenhäuschen. Haben wir bei der schon? Nee, bei der haben wir noch nicht. Die hat ein schönes Streaming-Setup auch. Und sie macht es nicht so auf so, auf Sex-Sell, so, weißt du? Sondern schon mal, sie hat einen, wie sagt man, nicht so einen fetten Ausschnitt oder so, sondern bastelt da halt die Sachen. Das finde ich, ist Content, der unterstützt werden muss. Komm, wir fangen mit 8 Euro an. Okay. Aber guck mal bitte diese Bank an, die weggejedet wurde. Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, wenn jemand sagt, er will das haben, so. Dafür ist das hier da. Das Geld soll ja am Ende irgendwo raus, ne? Oh Gott, willst du Donation oder soll ich jemandem anders doppelt so viel geben? Let's go, rein da. Ich warte. Was heißt das jetzt, bei ihr oder was? Ich nehme... Digga! Ja, okay, Digga, aber dafür ist es auch da, ne? Machen wir 16, weil sie so beherzt zugegreift hat. Oh, Junge, jetzt muss ich da bei PayPal, muss man da immer alles austippen, ausgeben, eingeben hier. Okay, ich hoffe, das hat jetzt funktioniert jetzt. Ich habe ein Konto, ich muss mich einloggen. Ach, hau doch ab, Alter. Sie hat nur Ding drin. Ich hau ihr die Subs raus, das geht viel leichter. Die Dame kriegt Subs gespendet. Bro, schau, was da steht. Schreibt einfach jemand in den Chat rein. Sehr geehrter Herr Franklin, wo bleiben die 8 Euro, du gottloser Ziegenmelder? Handelt es sich etwa um einen Scam? Geben wir eine 5er-Sub-Bomb. Oh nein. Okay, doch kein Scam, Irma.
Oh nein. Oh, ich dachte wirklich so Scam. Franklin, danke schön für die 5 Gifte. Oh nein. Jetzt fühle ich mich schlecht. Jetzt fühle ich mich du schlecht. Du Ziegenmelker. Das schmeckt. Oh, Pepper ging nicht. Oh, danke schön. War nie nötig. Danke schön für die 5 Gifte. Subs, sehr lieb von dir. Aber danke schön, mega lieb von dir. Danke schön. Ja, der alte Ziegenmelker, ne? Ach komm, Digga. Wo ist die Truckerin? Der wollen wir auch noch eine Freude machen. Auf geht's, komm. Okay. Bekomme ich einen Hooper bei 20 Euro Donation. Ach komm, hau ab. Jetzt muss ich schon wieder mein Konto verifizieren. Konto verifizieren. Nee, Mann, ich weiß meine ganzen Passwörter nicht auswendig. Ich weiß auch mein Twitch-Passwort nicht auswendig. Da kann ich bei der leider nicht rein donaten. Es tut mir leid. Aber wir können... Und du willst Dart-Profi werden? Wir können ihr eine Ding da lassen. Eine Spende. Und dann schreiben wir rein, sie soll doch bitte einen kleinen Hooper... Fragezeichen. Was hauen wir ihr raus? Wir hatten jetzt vorhin 5 Subgifts. Ach komm, machen wir noch 20 Euro. Auf geht's. Hamsterbacke. Danke fürs Folgen. Bitte sag das mal an sich auch wieder mit PayPal. Ach komm. Ja, okay. Mal schauen, ob wir für eine 5er Sub-Bomb eine kleine Hupe noch zum Ende bekommen. Abfahrt ist Abfahrt. Dankeschön für die Abos, dankeschön. Oh, jetzt bin ich hier gerade ein bisschen überfordert. Boah, bitte kein Unfall. Ich geh doch gleich schlafen. Ja, dankeschön. Oh, nochmal ein paar Sub-Gifts bekommen. Okay, kein Hooper, aber sie wird sich bestimmt freuen. Naja, das war's. Vielleicht machen wir das Ganze nochmal. Mit noch mehr Geld oder so. Wie auch immer. Wir können es auch so machen, dass das Geld, was von dem YouTube-Video reinkommt, das können wir fürs nächste Mal, also je nachdem, wie das Video geklickt wird, können wir das fürs nächste Mal ausgeben. Also schaut euch das Video immer wieder von vorne an. Dann gibt es mehr Werbeeinnahmen und dann haben wir das nächste Mal mehr Geld zum Raushauen. So oder so wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest. Macht euch eine schöne Freude. Verbringt schöne Zeit mit euren Liebsten. Und zum Ende gibt es noch einen Clip, den ich bei dem einen einspielen wollte, den ich heute auf TikTok gesehen habe, wo ich mich immer wieder frage, wie Family Guy bis heute noch nicht weggecancelt wurde. Präsentiere den Asiaten. Kompakt, haarlos und brutal intelligent. Die winzigen Penisse sind extrem effizient. Wir planen 10 Milliarden in 5 Jahren. Und es wird verschiedene Modelle geben, die sich aus irgendeinem Grund alle hassen. Und was essen die? Ganz normales Essen? Nein, nein, ganz im Gegenteil. Die Vorszene war, wieso sind Asiaten so intelligent oder sowas, weil die viel intelligenter sind als Amis oder was weiß ich und in Mathe so gut, ist ja so ein Klischee. Und dann, ja, Gott hat bei der Erschaffung der Menschen Asiaten anders geplant oder sowas. Bruder, wurde mir ganz random auf TikTok angezeigt und da frage ich mich einfach wirklich, wie konnte Family Guy noch nicht gecancelt werden? How is this possible? Aber das Schöne an Family Guy ist, die schießen zumindest in alle Richtungen. Das ist das Geile dran. Naja, bis zum nächsten Mal, Leute. Over and out. Ciao.